muss der Ball da jetzt schön durchgegangen. Theodosia, ja, das geht in den Strafraum. Jetzt von der linken Seite kommt der Ball in die Mitte, der Torwart ist rein und 1:0! Fabi Becker war's! Fabi Becker trifft im letzten Spiel, so wie im vorletzten Spiel. Und die Vorarbeit, die kam von unserem Griechen, dem griechischen Fußballgott, Alexis Theodosiadis. Lange Ball, oh, gut gespielt, jetzt kommen sie über den schnellen Thomas Weller. Da kommt der, geht er in die Box auf der linken Seite für den Schuss. Und das ist 1:1. Schönes Tor, muss man sagen. Ja, toll gemacht. Da haben sie sich auskontern lassen. Da geht der Weller durch auf der linken Seite, geht in den Strafraum. Aus spitzem Winkel, halblinke Position, schießt er das Ding. Ja, rechts oben ins Eck, da muss man sagen. Gut gemacht, tolles Tor. Und nachdem der OFC zwar Ballbesitz überlegen ist, aber dann nach und nach mit dem zwingenden Spiel nach vorne verdient der Ausgleich, kann man fast sagen. Jetzt mal Müller, der hat sich erst einmal ein bisschen durchgetankt, dann auf Capinho gespielt. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte, dann kommt man verlängert und Tor, der Ball ist drin. Wie? Tor, der Ball ist drin, auch wenn Oliver Romanov hier abseits reklamiert. Nein, 2:1 für den OFC. Zweite strittige Situation, ganz klar. Aber schöne Flanke dann von der linken Seite. Müller kurz verlängert. Und wer am Ende reingedrückt hat, das habe ich gar nicht so ganz genau gesehen. Erneut Fabi Becker. Aber jetzt ein Gewaltschuss! Links oben in Check, Donnerschlag! Was für ein Klotz! Und ganz ehrlich, wenn man so blöd ist wie wir, also, da haben wir erst zurückgeschraubt und dann haben wir die 1000%ige nicht genutzt. Und dann kriegt man natürlich das 2:2. Und das ist am Ende nicht einmal unverdient. Denn der OFC hat viel zu wenig gemacht. Und die Pfullendorfer, die haben sich nicht aufgegeben, obwohl es auch für die um nichts geht. Also, das geht schon in Ordnung. Ja.